Guten Morgen, der Bormann aus Berlin. Heute Morgen bin ich ein bisschen Schrott nach einer Nacht mit dem Langzeit-EKG. Und gestern Abend habe ich noch Post gekriegt, sozusagen von meinem Chef. Ja, so, irgendjemand wäre irritiert wegen meinen Videos. Ich habe dann nochmal beteuert, dass das alles so seine Richtigkeit hat, dass alles mit Quellenangaben erfolgt, dass ich hier nichts Falsches sage, dass wir in Deutschland Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Informationsfreiheit haben, dass auch ich das Recht habe, hier meine Meinung zu sagen auf meinem privaten Kanal, dass Privates nicht mit Schulischem verquickt wird und ja, ich weiß, die GSK-Lehrer, die haben irgendwie Monopol und nur die wissen die Wahrheit und nur die dürfen sagen, was sie meinen, bla 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 bla. Das kann so sein, dass manche Leute das so sehen, aber ich sehe das durchaus nicht so. Ich bin hier sozusagen an meinem Kamerastammtisch und quatsch die Wand an, besser gesagt mein Mikrofon, und zeichne das auf und stelle das ins Internet und das kann sich jeder angucken, wer möchte. Das ist jedem Menschen so freigestellt. So sieht's aus. Das hat auch was mit Freiheit zu tun. Und die Leute, die das hier jetzt kritisieren, dass ich hier was sage, die sollen sich mal überlegen, welche Vorstellung von Freiheit sie denn in ihrem Leben haben. Ob sie denn wirklich anderen Leuten den Mund verbieten wollen. Ob das in Ordnung ist. Ob sie meine Fakten geprüft haben, die ich hier verkünde. Also wenn sie das getan hätten, hätten sie sich ja nicht beschwert und schon gar nicht bei meinem Chef, sondern bei mir. Wissen Sie, wie man solche Leute nennt? Denunzianten. Und wissen Sie, dass manche Leute sogar Kinder anstiften zum Denunziantentum? Auch solche Quellen habe ich hier schon veröffentlicht. Es ist widerlich. Jawohl, genau. Das darf man so wiedergeben. Das ist tatsächlich bislang nur in totalitären Systemen vorgekommen, dass sowas für gut geheißen wird. Und aus schulischer Sicht ist so etwas abzulehnen, komplett. Also wenn jemand konstruktive Kritik an meinen Videos anmelden möchte, dann sind sie in den Kommentaren der Videos genau richtig. Ja, gerne. Aber da steht dann irgendwie nur, hey du, also sowas, was man eben nicht macht, ne? Leute beschimpfen und so, Hassrede, ja, unkonstruktives Zeugs, falsche Behauptungen, da geben sich Leute aus als große Philosophen und man sieht schon an dem Stil, wie das vorgetragen wird, dass da nicht so viel dran ist. Und ich werde mich weiter bemühen, so mein Bestes zu geben, aber auch wirklich nur das Beste vom Besten. Das steht Ihnen zu als Lehrer. Ja, ich werde vom Staat bezahlt. Ich soll Fakten präsentieren. Fakten, Fakten, Fakten. Und gucken Sie sich zum Beispiel die Generalaussprache im Bundestag an, was Herr Lindner zur aktuellen Situation sagt. Das ist zum Beispiel ein Fakt. Unterschreibe ich. Also in Bezug auf die Corona-Maßnahmen, dass die jetzt einzustellen sind, dass überhaupt nichts hermacht aufgrund des PCR-Positiv-Status. Von wenigen Leuten hier den ganzen Laden dicht zu machen, die Restaurantbetreiber zu ärgern, die Kinder zu ärgern, jedem Maulkorb umzuhängen. Und ich möchte auch nochmal unterstreichen, dass das Wort Zwang an dieser Stelle genau das Richtige ist, mit dem man hier zu hantieren hat, um den Leuten klar zu machen, dass ihre Freiheit in Gefahr ist mit so einer Art von Politik. Und ich möchte auch nochmal unterstreichen, dass es nicht in Ordnung ist. Auf der einen Seite demokratische Parteien des Bundestags lächerlich zu machen und auf der anderen Seite irgendwelche außerparlamentarischen Bewegungen zu hypen. Ja, und ich rede da so von so Leuten wie Fridays for Future, die dann tatsächlich auch in Davos plötzlich da sind und das so zufällig aussieht, als ob die da sind. Und wo Greta dann vor dieser versammelten Mannschaft Forderungen stellen darf und Beschimpfungen aussprechen darf,
wo ich glatt vom Stuhl falle, als jemand, der sein Leben lang sich eingesetzt hat für Umweltschutz, gegen jede Schweinerei, der, wenn er die Möglichkeit hatte, sich zu beteiligen an einer Petition gegen eine Schweinerei, die dann auch unterschrieben hat und so. Also diese außerparlamentarischen Bewegungen, ne? Also solche Gretas und solche Leute, die einfach nur Geld haben, das Maulfett aufreißen, wie Prinz Charles und Bill Gates und so, und die uns irgendwas sagen wollen, da kommt dann einfach von mir nur ein ganz klares, lautes Nein, und zwar hier auf meinem Video. Ja, und das werde ich auch reinstellen ins Netz, und das machen 1 Million andere Leute auch, und das wird auch so weiterlaufen. Und wenn das in dem Planspiel zu dem, was hier gerade läuft, nicht berücksichtigt wurde, dass Leute ihre Meinung sagen zu dem, na, dann kann ich das verstehen, weil vor 10 Jahren, da gab es ja noch keine Handys, die so leistungsfähig waren wie meins. Aber dann sollten sie jetzt auch endlich mal eingestehen, dass dieses Planspiel, was hier jetzt gerade durchgeführt wird, dann auch gescheitert ist und einzustellen ist. Und wenn es kein Planspiel ist, dann ist es sowieso einzustellen. Dann ist es Realität, dann ist es Politik. Und eine Politik, die Realpolitik macht, die nimmt jetzt einfach mal zur Kenntnis, dass auch die ARD vor ein paar Tagen ein Special geschaltet hat, in dem quasi alles, was ich hier monatelang verkünde, bestätigt wurde. Nämlich, dass wir keine Krankenhausüberlastung haben, dass die Krankenhäuser auf Kurzarbeit sind, dass es keine neuen Toten gibt. Ja, das, da gab es sogar ganz drastische Aussagen, ne, von einer Frau, die dann irgendwie sagte, der letzte Corona-Fall aus dem Altenheim wäre von Juni oder so. Ja, also das müssen Sie sich unbedingt angucken, dieses ARD-Special. Und seien Sie gewiss, ich bin der Faktenchecker. Ich liefere hier Fakten. Fakten für alle. Und ich bin auch nicht gefährlich, im Gegenteil. Ich bin entschieden gegen jede dusselige Verschwörungstheorie. Und die übelste Verschwörungstheorie, die ich in letzter Zeit gehört habe, ist, dass ich ein Verschwörungstheoretiker bin. Ich bin keiner, aber die Leute, die hier irgendwie sowas behaupten, die sollten nochmal nachdenken. Ansonsten, ich bin jederzeit dankbar für jede konstruktive Kritik, und die gehört hier in die Kommentare. Und vielen Dank, dass ihr mir so die Stange haltet, meine lieben Subscriber, und es täglich mehr werden. Weil vielleicht ist es das ja gerade, was diese Menschen beunruhigt, die keine offene Debatte mit mir suchen, die glauben einfach, die Wahrheit gepachtet zu haben, die auf der Straße durchsetzen zu dürfen. Das ist keine politische Haltung, die dem entspricht, was ich hier gelernt habe in diesem Land. Ja, also das ist auch keine demokratische Haltung, das ist Radikalismus. Aber das wurde ja letztes Jahr immer gefordert, ne? Wir müssen radikaler werden. Ja, was heißt das, anderen Leuten Mund verbieten? Ihrem Lehrer, dem Faktenchecker, den Mund verbieten? Kann nicht sein, sorry. Das ist hier ein privater Kanal. Hier kann ich machen, was ich will. Und das werde ich auch weiterhin tun. So. Und diese Antwort, die werden Sie bestätigt kriegen von allen um mich herum, dass ich das darf. Von meinem Abteilungsleiter, von meinem Direktor, von jedem Gericht, von der Schulbehörde. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir dem mit gerichtlichen Beschlüssen nachhelfen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Der Faktenchecker.